Ja. Okay. Könnte übrigens auch ein Piratenschiff bauen. Dieses Piratenschiff ermöglicht, Schiffe anzugreifen, also auch Schiffe anzugreifen, die von Völkern, mit denen man befreundet ist. Da sehe ich jetzt aber auch nicht so den Sinn. Denn anders als bei Colonization, dem anderen bekannten Sid Meier-Spiel, kann man dort, also kann man hier keine Ressourcen erobern. Ja, hier werde ich mal die Siedler aktivieren, um mit denen irgendwo Städte zu gründen. Also am besten hier so in diesen Bereichen, wo die Russen jetzt nicht mehr siedeln. Und wo keine direkte Gefahr von den Engländern droht. Ja, noch zwei Runden bis zum Kommunismus. Hier wollte ich ja auch eigentlich gerne eine Stadt bauen, aber das ist mir doch noch ein bisschen zu sehr englisch. Ja. Vielleicht so in diesem Bereich. Hier ist so viel Wüste, das ist so unschön. Und die Überschwemmungsgebiete geben gut Nahrung. Vielleicht dort. Ah, und noch ein weiterer Siedler. Ja, wir versuchen es einfach mal hier so. Da müssen wir dann auch einen Riffleman hinschicken. Der kann sich hier mal um den Barbaren kümmern. Vielleicht die Siedlung suchen, die er da auch irgendwo stecken muss.
So, genug Verteidigung. Courthouse ist angesagt. Hannover hat endlich ein Gericht gewollt und trotzdem immer noch nur eine Produktion. Der muss sich mal kurz regenerieren. Ja, und da ist unser Boot mit der Armee drauf. Es kommt bald hier vorbei, aber das ist noch nicht die Stelle, die ich meinte. Noch nicht die Stelle, wo ich den geheimen Palast bauen wollte. Dem Boot fahre ich jetzt mal weiter an der Polargrenze entlang. Die kann ich dann auch aktivieren und baue hier ein Courthouse. Damit ist ja die Stadt ganz gut verteidigt. Nicht nur ganz gut, sondern sehr gut verteidigt. Und diese Warrior könnten dann die Verteidigung für diese neuen Städte sein, die ich hier errichten möchte. Bitte was? Gut, ich gebe es euch ausnahmsweise. Weil auf den neuen Kolonien kann ich mir jetzt noch keinen Krieg erlauben. Platz. Noch eine Runde bis zum Kommunismus. Und da ist er fertig. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt wollen wir hier durchwandern bis zu den Panzern. Gut.
Ja, und die Frage ist, wollen wir unsere Staatsform zum Kommunismus wechseln? Ich sage erstmal nein, weil ich jetzt mal kurz vergleichen möchte. Halt. Nein, das ist auch falsch. Ich muss zu meinen Beratern. Genau. Okay, hier werde ich relativ wenig vergleichen können. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen. Aber die mögen mich jetzt, weil ich ihnen was geschenkt habe. Die Irokesen mögen mich nicht gerade. Ja, und die Völker auf meinem Kontinent mögen mich ganz und gar nicht. Der Militärberater. Machte Dinge. Der Handelsberater auch. So, und hier kommt das Interessante. $999 Science. Hier will ich nämlich wissen, ob ich im Nachhinein noch ähnliche Werte habe. Genau. Also ich habe jetzt ein Einkommen von 1.521 und wichtig ist mir dabei natürlich vor allem Science mit den 9.999. Ja, Nahrung ist nicht so wichtig. Korruption wäre interessant zu erfahren, ob die Werte zurückgehen. Sollten sie ja eigentlich, wenn ich die Staatsform ändere. Ja, und Maintenance wäre sicherlich auch interessant, ob das stark steigt, wenn ich Kommunismus habe. Gut, ansonsten lasse ich jetzt mal alles so, wie es ist. Und stelle um. Das gibt jetzt natürlich erstmal Probleme. Das heißt, ich muss jetzt in jede Stadt gehen und erstmal anpassen, damit die hier mir nicht alles kaputt machen. Die wütenden Leute, die hier den Kommunismus fordern. Ich kann nur sagen, nein, nein, das ist nicht der Kommunismus. Aber bitte, Civilization, bitte. Soll es eurer Na Meinung nach Kommunismus sein, was wir hier machen? Genauso wenig wie das andere Anarchie ist, ist das Kommunismus, was ihr hier. Andeutet. Andeutet ist ein gutes Wort. Sehr schön. Ja, da habe ich gleich die Disorder in Frankfurt beseitigt, die ich so gar nicht mitbekommen habe. Wie viele Städte habe ich denn noch? Ich habe das Gefühl, dass es zu viele sind.
Und hier war ich schon mal. Bei kleinen Städten wird nicht viel angepasst. Da bricht auch nicht gleich die Unruhe aus. Wie das so ist, auf dem Dorf kriegt man nichts mit. An. Da haben die Amerikaner auch noch eine Stadt gegründet. So, ich glaube, ich habe es geschafft. Ne, hier fehlen noch welche. Hier sind ja auch noch Städte. Jetzt aber. Okay. Kavallerie natürlich gleich in den Kampfeinsatz. Erst einmal hierhin, wo so krasses Feindaufgebot sich zeigt. So, habe ich inzwischen schon Rubber? Nee, habe ich noch nicht. Haben sie mir noch nicht angeschlossen, meine Arbeiter? Obwohl es hier so rumliegt. Aber er ist gerade dabei, oder? Sind gerade welche dabei? Sieh mal an, das funktioniert ja gar nicht mal so gut. Okay. Die haben offenbar irgendjemanden angegriffen. Vermutlich ein Barbarennest. Ja, jetzt mag mich niemand mehr.
Schade eigentlich. Was natürlich schön wäre, wenn ich mit den Engländern, die mich ja jetzt so gern haben, vielleicht eine Allianz schließen kann. Es geht anscheinend noch nicht. Ich kann vielleicht handeln mit denen. Doch so ein gutes Angebot. Schade. Ja, ich warte einfach, bis die rankommen und greife sie dann an. Da ist gerade noch mal irgendwo in meiner unmittelbaren Nähe Rubber aufgetaucht. Disorder in Nürnberg. Werden wir gleich ändern. Da ist Rubber, aber da wird gerade schon gebaut. Wunderlicherweise keine Straße. Ansonsten sehe ich jetzt nicht, wo das gerade aufgetaucht ist. Naja, wird schon seinen Sinn ergeben.